Hallo zu einem neuen Video, zwar MK Edo Part Nummer 7. Und wir nehmen jetzt Yoshi, wir haben 9 zur Auswahl. Aber wir nehmen erstmal den normalen und jetzt nach jeder halben oder so, oder ich weiß nicht, wie oft ich den jetzt machen soll. Ihr könnt euch entscheiden, ist mir echt recht egal. Wir fahren natürlich mit dem Yoshi-Bike. Das gibt auch ein Ei-Bike, glaube ich. Ja, Rennbike. Wir fahren mit dem Yoshi-Bike. Die Räder, die passen. Oder die ein bisschen gut aussehen. Die sehen alle so schlecht aus. Ist aber echt alles schlecht aus. Slick sieht ganz gut aus. Ne, Metall, Metall. Metall sieht gut aus. Ne, einfach mal dem, ist jetzt egal. Und Mario Kart Stadion. Da, es war mein erstes Rennen, wo ich Erster wurde, gleich bei einem Mario Kart Online Rennen. Habe ich nicht aufgenommen, aber alles Wichtige seht ihr in dem ersten oder zweiten Part. Bin ich mir nicht ganz sicher, von MK8 oder erzähle ich darüber. Schnatti, Ülfi, ganz viele Amis und Vereinigte Königreiche. Und ein Oscar. Ach ja, Yoshi. Gut. 3, 2, 1. Den nie mehr zerblasen, das habe ich schon gemerkt. Pockets. Das erste Mal jetzt fahre ich ein Bike und kein Kart. Ist eigentlich nicht schlecht soweit. Ich glaube, das Kart driftet nach innen. Ja, tut's. Muss man die Kurve anders nehmen. Schießt mich gerade jemand ab, eigentlich nicht. Ist er nach vorne gepfeffert, das hat ja voll Sinn gemacht. Zu den Yoshis. Mache ich Yoshi oder nicht? Krass. Der hat mich jetzt fast abgeballert, mein eigener Panzer. Den Berg hoch. Das macht ja voll Sinn. Zu den Yoshis. Man bekommt alle farbenen Yoshis und es gibt auch so 9-farbige Shy Guys und diese 8 neuen je bekommt man dadurch, dass man sich das DLC-Pack beide zusammen kauft. Also das schon draußen ist mit der Link und Katzen Peach und Taizuke oder wie der heißt, Mario. Und dann noch mit den Strecken und dann gibt es noch eins, das Animal Crossing, der, wenn man sich das kauft, dann voll Gott, oh mein Gott, wenn man die beide zusammen kauft, ja, wenn man die beiden zusammenkauft, dann ist es so, dass es unfair war. Aber dritter Platz von 9 ist okay. Ja, wenn man die beiden DLCs zusammenkauft, dann ist es so, dass man die Yoshis und Shy Guys in den Farben dazu bekommt. Und das finde ich eine geile Sache, deswegen habe ich auch beide geholt. Und weil beide zusammen billiger sind als beide einzeln. Wenn ihr meint, was ich verstehe. Andersrum. Vulkankrollen mache ich nicht, mal Varios Goldmine. Vulkankrollen ist so eine Strecke, die ich einfach nicht geil finde. Die Musik ist schauderhaft, meiner Meinung nach. Aber an sich, ja. Auch ein schönes Spiel und das war gerade überhaupt nicht fair und ich bin etwas nervös und auch aufgeregt und gute Nacht, obwohl ich noch weiterfahre. Juckt doch keinen. So, die Shy Guy Piste sind wir letztes Mal auch gefahren. Und jetzt fahren wir sie wieder. Naja, was soll's. Nicht so schlimm. Wir fahren öfter Strecken. Und Shatti und Ülfi sind wahrscheinlich zwei Spieler online, weil sie beide mit Bewegungssteuerung fahren.
So. Wackel mit deinem Schwänzle. 2. Oh, euer Gott. Los, 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 los. Ah, LSD. Nein. Also, das Driften komme ich nicht so ganz klar. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Bitte bin ich nicht mich. Oh, je. Yeah. Am Toadie vorbei und wir sind Dritter von... Sind immer noch 9 dabei? Warte, ich schau kurz. Ja, 9. Der Öfi, oder wie der heißt, das letzte. Alter, das Driften kann ich gar nicht mit dem Kart. Du hast mich überholt, Spasti, du auch. Oh, ich bin nicht asozial. Wieder Dritter. Ich gehe jetzt meine dritte Position erstmal nicht her. Ja, da hoch fliege ich mal nicht. Hier runter. Die Yoshis, wie soll ich die fahren? Ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, nach jeder Reihe mache ich mal einen Yoshi. Weil sonst haben wir zu viele Yoshis. Geil. Weil ich hochgesprungen bin, ist der Panzer unter mir durch. Sonst haben wir viel zu viele Yoshis. Ach, was ist das denn? Also im Driften muss ich mich noch vertraut machen mit dem Karts. Da bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Wie ihr vielleicht sehen könnt, das ist halt auch ein Bike. Und manche Bikes driften nach innen. Das heißt, dass man immer weiter nach innen kommt und nicht nach außen, wie man es eigentlich will. Das ist einfach eine Umgewöhnung und muss man halt ein bisschen üben und so. Muss dann nach außen gehen, weil man dann also auch innen fährt. Keine Ahnung wie. Ja gut, jetzt haben wir den roten Panzer abgeschirmt. Und jetzt bekommen wir noch einen mitten in der Luft und das wird uns ganz viele Positionen kosten, habe ich das Gefühl. Ja, 2 Positionen hat es uns gekostet. Wir waren Dritter, jetzt sind wir Fünfter. Naja. Den Drift ansetzen. Jetzt habe ich ein bisschen Nitros. Ach, der hat so 3... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ein Stern. Kann ich den tackeln? Das wäre richtig cool. Ich glaube, da wird aber nichts draus. Aber dieses Driften macht mich fertig mit dem Kart. Mit dem Bike, besser gesagt. Ich habe es eigentlich auch nur genommen, weil es Yoshi gehört. Und es halt zu Yoshi passt. Was ist euch euer lieblingsfarbener Yoshi? Oder habt ihr die verschiedenen Farben Yoshis? Nein, jetzt nicht schon wieder, Mann. Jetzt bin ich auf der Strecke. Es macht mir jetzt nicht so viel aus. Aber wieso? Immer in der Luft trefft ihr mich. Immer so an einer kleinen Stelle. Oh, da vorne ist der Zickerfreak. Den müssen wir abschießen, weil der in der Luft ist. So richtig asozial. Komm, können wir nicht mehr noch irgendwelche Positionen gut machen? Naja, nicht wirklich. 5. Platz von 9. Mehr geht wohl nicht. Die beiden Brandenburger sind letzter, wie es scheint. Ne, Ulfi ist jetzt noch vorgekommen. Und aber Schnatti ist letzter. Ach, wie schade. Das ist nicht gut für uns Deutsche, Mann. Die Amis, die haben uns voll abgezogen. 2 Scales. Aber ein Rennen folgt ja noch, Leute. Soweit ich weiß. Ja, doch. Stimmt schon. Nicht, dass ich denke, oh, 4 Rennen in einem Video. Das wäre komisch irgendwie. Die haben wir alle schon gehabt. Nein, nein, nein. Oh, jetzt habe ich die Instrumentalliste genommen, obwohl ich sie nicht mag. Nicht zurückgehen, egal. Hurra. Ich sag mal, wollen wir loslegen, meine Freunde. Und da gibt es ganz viele, die hellgrün mögen. Das gefällt mir. Können wir mal. Ander. Schnatti und Ulfi. Ach, die beiden Deutschen sind auch hellgrün. Da können wir uns erkennen. Das ist ja super. Osaka-chan hört sich jetzt aber nicht so ganz kritisch an. Welche Strecke gibt's denn heute? Beziehungsweise jetzt. Noch, zum Schluss. Yoshi, ich bist ja nicht richtig Bock. Aber wir bekommen natürlich Instrumentalpiste, die der erste Platz gewählt hat. Und zwar ist das 2 Scales. Aus Ohio kommt der. Da gibt's auch welche aus Arizona, die könnten theoretisch auch zusammenspielen. Dann noch jemanden aus dem Baskenland. Also sehr interessante Leute fahren heute und hiermit. Ja. Die Motor da links, lol. 3, 2, nein, ich hasse es, wenn man so leicht drückt und dann nicht ganz stehen bleibt und dann hochfliegt. Ach, ihr wisst schon. Wir sind zu 10, es ist jemand Neues dabei. Hey, Schnatti, geh mit deinen Panzern weg. So, bies dich. Hier, geht er rein. Oh, fast hätte er sich gefressen lassen, Mann. Das war knapp, war knapp.
nach außen und dann trifft immer nach innen. So. Two Scales habe ich abgeschossen, das ist gut. Weil der war vorher erst da. Bombe. Jetzt sind sie wieder vor mir vorbei. Das war ja toll. Achter, 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 siebter. Ah, ja, ja, jetzt hat er mir das Item weggenommen. Ja, hallo Yoshi, muss mich nicht zu winken. Ich weiß, dass ich dich fahre. Wie viele Bomben gibt es denn ja noch in der Strecke hier? Alle am Bomben oder was? Und achter ist auch so eine blöde Position von 10. Also da will ich was anderes haben eigentlich. Wo sie letzten Part sieht, da war ich ein wenig besser. Nein, 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 nein! Wieder Achter. Schnatti, geh weg. Okay. Miau, yo, yo. So. Sechster. Naja, auch nicht so die geile Position, aber immerhin besser als was anderes. Oh, besser als Achter auf jeden Fall. Und erstmal ihn mitnehmen, das ist das Geile. Nein! Wie hat er mich jetzt... Ach, es gibt mehrere Toads. Jetzt merke ich es erst. Das ist Geile an dem blauen Panzer, dass wenn genau vor einem einer ist, dass man den auch wegnebeln kann. Wegnieten, weg. Keine Ahnung, weg blau Panzern halt. Ich fliege eh wieder runter, habe ich das Gefühl. Fünfter jetzt. Dritter, wow. Ich schaue gerade gar nicht auf die Positionsanzeige, weil ich mich gerade so voll konzentriere. Das ist krass gerade. Das ist lila krass blau. Na, okay, der weiß nicht lustig. Two Scales. Wieso bist du Two Scale und bis erster? Ich will. Oh, fast wäre ich Dritter geworden. Aber noch Zweiter. Immerhin haben wir doch die Strecke richtig ausgewählt. Dann würde ich sagen, war es das von dem Part. Wir sind 10 Leute gewesen und. Wieso kommen. Achso, jetzt. Die Deutschen haben wir mal richtig abgekackt. Naja, ich nicht. und ich würde sagen, das war es. Auf Wiedersehen. Gibt's noch irgendwas zu sehen? Was wären die nächsten drei Strecken? Vulkankrollen, ja, echt ganz coole Strecken, aber die wollen wir jetzt nicht. Und ich sage danke fürs Anschauen, meine Freunde. Thema könnt ihr vorschlagen in der Beschreibung. Und ich zeige euch noch ganz kurz eine Sache. Und zwar, ja gut, ja gut, ja gut. Hier, das sind die beiden DLCs. Und wenn ihr schaut hier, lest euch das doch hier. Bereits gekauft, hier. 8 verschiedene Shy Guys und Yoshis. So, das war die Aktion, die ich euch zeigen wollte. Und das sind die beiden Charaktere, wird es bald auch geben. Richtig geile, würde ich mal sagen. Dann Servus, bis zum nächsten Part, euer Zickerfreak. Haut rein, Leute. Tschüss.